Kurz vorab in eigener Sache, wir suchen dich im Clan Deutschland Ed, denn hier spielen wir in ein oder zwei Tagen wieder die Liga und wir suchen hier Rathaus 10, 11, 12, 13, also ab 10 aufwärts mit einem nicht ganz so gerushten Dorf und das aber nur mal kurz vorweg, kommen wir jetzt mal zur eigentlichen Sache. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und ihr seht, ich habe ein bisschen umgebaut. Das hat sich jetzt schon im Livestream so ein bisschen bewährt. So ein bisschen kann ich dann so hier immer so ein bisschen, ich habe ein bisschen mehr Armfreiheit, so muss ich mal sagen. Aber wir suchen auch hier bei den Herausforderern noch ein Rathaus. Ich glaube, es ist ein Rathaus 13, was wir suchen für die nächste Liga. Ein oder zwei, da müsst ihr mal auf meinen Discord kommen. Der Link ist unten in der Beschreibung, um da mal nachzufragen. Ich müsste da selber noch mal in die Tabelle reingucken. Aber ich glaube, uns fehlt hier ein Rathaus 13. Wir wollen hier ja only Rathaus 13 spielen in Meisterliga 2. Das seht ihr da oben. Und das sei nun mal am Anfang gesagt, Werbung für Deutschland-Ad. Da gehen wir auch rein. Aber dort fehlt uns auch so noch der ein oder andere. Aber hier fehlen uns leider auch Leute. Aber ihr habt es am Titel gesehen. Seit dem Update hier haben wir einen kleinen Fluch. Ich glaube, der Clan hier ist verflucht, denn wir haben seit dem Update nicht mehr gewonnen. Wir haben das seit dem Update nicht mehr gewonnen. Ihr seht hier unser kriselndes Kriegslog. Das Update ist jetzt exakt eine Woche alt und vor 6 Tagen haben wir das erste Mal verloren. Irgendwie ist der Wurm drin, glaube ich. Und wir tun uns unheimlich schwer, haben sogar, ich will jetzt nicht sagen deutlich verloren, den gestrigen haben wir deutlich verloren, ja. Er war wirklich, das war eigentlich eine doofe Niederlage, nur ist das immer auch hier nur ein kleiner Clankrieg, ein Zehner. Und mit dem Alex hier als letzte Base, also Rathaus 11, Rathaus 11, Rathaus 12, ist es dann schon recht schwer, hier was zu reißen. Rathaus 11, Rathaus 12 haben wir nicht mal mit dem Rathaus 13er Down gekriegt. Mit 99% hier der Glati. Und ist aber, also es ist ja ein Spiel, es ist nicht ganz so schlimm, aber dennoch wurmt es einen schon so ein bisschen, muss ich sagen, dass man gewisse Sachen hier nicht schafft. Und jetzt waren wir so ein kleines bisschen im Nachteil, aber unten mal jetzt ein Elber weniger zu haben als der Gegner, das ist jetzt nicht so tragisch. Wenn wir unten zwei sind und der Gegner hat halt nur einen und er hat einen kleinen Zwölfer, da kann man ja trotzdem noch ein bisschen was reißen, wenn man es denn hinbekommt. Ich habe es nicht hinbekommen und der Alex hier, also mit dem Elber-Account hier, habe ich diese Base hier auf 3 Sterne gebracht, einfach nur mal wieder so. Ich zeige das immer ganz gerne nebenher, dann habt ihr mal so einen Blick auf typische Bases und könnt euch dort einen Reim machen, wie kann ich die eigentlich angreifen und was kann ich eigentlich machen. Nehme ich eine Karre, nehme ich einen Zeppelin, nehme ich einen Slammer oder was auch immer, was mache ich als Rest. Nehme ich Hox, nehme ich einen Hybrid. Geht ja alles mittlerweile im Bereich von Rathaus 11. Aber ich glaube so, ja, so war das eigentlich ganz in Ordnung hier. Ich habe 2 Frost, glaube ich, mitgehabt. Ja, 2 Frost mit, gerade für den Inferno hier, der mir gerade Richtung Rathaus stand. Und glücklicherweise ging mir da die Queen hinterher. Bei vielen läuft die Queen im Moment quer. Das liegt aber dann eher an dem Spieler und nicht an der Queen, glaube ich. Und jetzt komme ich hier mit der Masse der Hox unten rein. Der Warden schön mit hinten dran. Der Warden gefällt mir in letzter Zeit sehr, sehr gut, muss ich sagen. Der macht das, was er tut. Ne, der tut, was er macht. Und er macht es auf jeden Fall richtig. Die Heilkreise hier habe ich recht hart hintereinander gesetzt. Aber hier ist auch viel Flächenschaden für meine Hox. Oben nochmal gefrostet. Kurz. Und mein letzter Heil geht hier jetzt auf den eigentlich nicht Flächenschaden, sondern ich habe oben noch einen Magierturm, das ist nochmal nicht so schlimm. Und außen jetzt einfach 2 Riesen gesetzt, so ein bisschen zur Ablenkung hier oben, sodass die jetzt erstmal nicht auf meine Hox ballern, sondern schön auf die Riesen gehen hier. Die kann man am Anfang setzen oder am Ende. Ich habe es jetzt mal am Ende genommen und habe mir eigentlich genau so was gedacht. Ein Eisgolem wäre jetzt ein bisschen übertrieben gewesen. Da reichen einfach 2 Riesen, die lenken das Ganze ein bisschen ab und dann ist gut. Aber wie gesagt, der Flut hängt auf uns. Und wenn wir vor allen Dingen im oberen Bereich mit unseren 13ern hier nur 1 Stern holen, jeweils, sage ich mal, dann hast du schon einen Angriff verballert. Ich weiß gar nicht, warum man nicht so ein bisschen so safe auf 2 Sterne, so à la
aller Liga geht. Und ich meine, man will natürlich die drei haben, nur wenn man selber schon mal drei kassiert hat, dann hat man eigentlich auch nichts zu verlieren. Aber mal sehen, auch hier kleines, ich will nicht sagen Dipfest, aber Herr Mortus hier ist Rathaus 13 auf Rathaus 12 und auch hier wieder so ein typisches Design, Boxdesign, wie man das machen kann. Der Angriff war zwar ziemlich eng, aber wir haben ja recht viel mal wieder im Livestream mitbekommen. Wenn ihr mich auf Twitch sehen wollt, auch da ist die Beschreibung immer in der Beschreibung unten drin. Twitch.tv/TotoClash, dort findet ihr mich und da sieht man eigentlich dann auch schon einiges, was man jetzt hier eigentlich sieht, nämlich ganz nette Angriffe. Und so haben wir hier, entschuldigt bitte, eigentlich verdient verloren, weil wir haben es nicht kompensieren können und oben im 13er Bereich haben wir selber einen Dreier kassiert und deren 13er haben halt unsere 12er recht easy gemacht. Auch der Avatar hat dann nach ein oder zwei Kämpfen gelegen. Mit dem Alex habe ich eigentlich ganz gut gedefft mit meinem neuen Rathaus 11, aber dennoch ist ja so ein bisschen der Wurm drin. Na, wir waren auch schon so ein bisschen down und haben gedacht, Mensch, 4 CKs jetzt hintereinander. Aber ich habe gestern mal so ein bisschen tiefer darüber nachgedacht und da bin ich da eigentlich erst drauf gekommen, dass das erst seit dem Update so ist. Und deswegen hatte ich so gedacht, naja, ist das der Update-Fluch? Hat er jetzt ein bisschen unglücklich gesetzt hier. Die Kaserne war ein bisschen früh, fand ich. Die Hawks haben natürlich jetzt eine Schneise geschlagen für die Miner und für die restlichen Hawks hier, aber der Weg ist noch weit und ihr seht das, er hat gar nicht mehr so viel Truppen und hat eigentlich noch recht viel Base vor sich, aber habt ihr gesehen, das wird ein Dreier und aber der war auch ziemlich knapp hier, nur habe ich eigentlich an der Stelle schon gedacht, oh, das wären keine drei Sterne, als wir den live gesehen haben hier, aber mussten dann doch irgendwo den drei Sterne Hype lostreten. Naja, wie ist das bei euch so nach dem Update? Habt ihr da auch das Gefühl, dass so ein kleiner Fluch irgendwo da ist? Man probiert ja jetzt viel aus, ja. Die neue Truppe ist da, die neuen Supertruppen sind am Start, damit habe ich auch angegriffen im CK. Und die Findung ist erstmal noch nicht da. Ich meine, nach einer Woche Update kann man jetzt nicht sagen, ich spiele perfekt den Kopfjäger oder ich spiele perfekt die neuen Superhexen oder gar den Inferno-Drachen. Den Inferno-Drachen, da kann ich noch gar nichts mit anfangen. Den habe ich jetzt erstmal fürs Event genommen mit einem Account. Habt ihr mir ja in die Kommentare geschrieben, was ich machen sollte. Habe ich auch genauso gemacht. Ich habe mit dem Thorsten-Account, mit dem Rathaus 13, den Inferno-Drachen ausgebaut. Also geforscht in der im Fass und habe mit dem Rathaus 12 das Skelettfass genommen. Naja, und das war es eigentlich auch schon an drei Sternen hier. Denn ihr seht das hier, dass wir hier etliches, vor allen Dingen hier oben, der JJ hier, hat hier jeweils nur zwei Sterne. Junge, Junge. Das ist dann schwierig zu kompensieren. Und der Gegner hat es ein bisschen besser gemacht. Dann kommt auch noch da hinzu, ihr seht das hier, wir mussten jemanden entlassen. Das kommt dann auch noch dazu. Dieser kleine, aber feine, ich will nicht sagen Ärger, aber ist eigentlich gar kein schlechter Account gewesen. Problem ist nur, dass ich den auch im, also eigentlich ist mein Bock. Ich habe ihn im Stream aufgenommen und obwohl ich genau wusste, dass er nicht unseren Alters entspricht und mit jungen Leuten hier in einen Clan zu kommen, wo doch eher ältere Leute sind, also nicht ganz so alt. Wir haben ja so eine Spanne von, ich sage mal, 17, 18 bis vermutlich 53 oder älter oder 54 oder älter. Und von daher fand ich den Account jetzt aber nicht so schlecht. Vielleicht hat man sich davon auch täuschen lassen, von den Kriegssternen und so weiter. Ich kenne noch so ein bisschen den Hintergrund, dass es unter Umständen nicht der ist, dem dieses Dorf früher mal gehört hat, so will ich es mal sagen. Und wenn man dann keine Ahnung hat, weil man immer nur ein Rathaus 8 spielt und plötzlich kriegt man irgendwo einen 13er her, und plötzlich hast du drei Helden mehr und weiß eigentlich gar nicht, was gibt es hier so für Taktiken in dem Bereich. Aber dennoch ist mir dann so ein bisschen die Hutschnur hochgegangen, muss ich sagen, als es dann hieß, dass dann den ganzen Tag gefragt wird, wen soll ich machen im Clankrieg. Und man bekam sogar Antworten, aber man hat dann trotzdem nicht angegriffen. Und dann
so kurz vor Kriegsende, so ein Stündchen vor Ende, heißt es dann, oh, ich kann jetzt gar nicht mehr angreifen, ich habe hier morgen Schule, ach du Scheiße, ich muss ja jetzt ins Bett. Jo. Und aus Versehen habe ich auch noch meinen Gladiator hingelegt. Ja, also nur noch drei Helden dabei, ein Angriff noch offen im Clankrieg. Und da soll mir nicht die Hutschnur hier platzen. Da ist mir die Hutschnur geplatzt, Leute. Und der dicke Hammer kam dann aber erst noch ein kleines Stück später. Lass mich den mal eben noch so nebenbei mit angreifen. Der eigentliche dicke Hammer kam dann noch so ein, zwei Minuten später. So kurz vor Clankriegsende. So, die nehmen wir hier mal eben mit rein. So kurz vor Clankriegsende hieß es dann, wo kann ich denn jetzt noch meinen Lotangriff machen? Boah, Alter, da ist so ein bisschen bei mir das Fass übergelaufen. Und Mann, was habe ich denn hier eigentlich? Also, ich habe hier so ein bisschen von dem hier. Und dann müssen wir hier jetzt allerdings gerade mal funneln. So, dann nehmen wir auch mal die Kollegin hier mit. Und, oh, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es hier reingeht mit unseren Yeti-Mites. So, erstmal die Platte da wegmachen. Ihr könnt erstmal die Bauhütte da machen, ja, okay. So, nehmen wir mal die Helden hier mit rein. Und der Held steht nach unten, perfekt. Dann können wir hier nochmal wuteln. Und wir könnten hier so rüberspringen, vielleicht in das Abteil. Ach, die eiern da unten alle rum, ey. Leute, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Da eiern die da unten rum hier. Oh, ja, vielleicht war die Base auch nicht so cool vom Angreifen jetzt her. Aber ich habe da einen Packer drin, okay. Das ist nicht schlecht. Und hier außen kriegen wir auch noch ein bisschen Loot. Mit dem 13er, mit dem 12er hier bin ich eigentlich ganz gut zufrieden im Moment, auch was so Angriffe angeht, Farm angeht. Ich fahre mal so ultra viel. Na, schaffe ich den noch, den Inferno? Ja, den schaffe ich noch, aber der Sprung ist jetzt ziemlich weit weg hier unten für meine Jedis. Aber die schaffen den Scattershot dort hoffentlich noch. Ja, das machen sie. Perfekt. Und gehen jetzt auch durch die Mauer durch. Ah, die Mauern werden mir hier nicht zum Verhängnis, aber die Tornado-Falle ist jetzt nicht gut platziert hier von ihm. Denn meine Truppen haben keinen Beschuss bekommen und wir rauben ihn ganz gut aus, aber ich denke mal, das ist jetzt kein Inaktiver, sondern er hat noch keine Liga. Liga hat ja heute erst wieder angefangen. Und mal sehen, wie unsere Liga dann wird, also die Clankriegsliga hier bei den Herausforderern nur mit Rathaus 13. Ich werde den Clan leider verlassen müssen, weil ich ja nur ein Rathaus 12 bin hier und ich gehe auch in den Clan Deutschland Ed, also da werde ich dann anzutreffen sein. Ich meine, ich bin hier immer noch mit einem Account dann drin, damit ich das vielleicht unter Umständen ein bisschen festhalte, wie es uns dann ergeht hier in Meister 2 und kämpfe dann so in Kristall 2 oder 3. Gucke ich gleich nochmal nach, wo wir da spielen, wo wir noch einen 10er, 11er, 12er suchen. Also wenn wir dann 10er finden, dann darf der nicht gerusht sein, kann ich euch sagen. Denn der kleinste Account, den wir dort haben, ist so das Maß vom Chefkoch, also schon mal so fast 35er Heldenpärchen. Ein Rathaus 10 Dorf, was wenigstens die Inferno schon mal hat und auch den dritten X-Bogen. Und, oh, Timefail, okay. Und so ein Dorf ist das in etwa. Also, ich gucke jetzt nochmal nach für euch unter Clans Lesezeichen. DE-Ed. Wir spielen Kristall 3, ja. Wir spielen Kristall 3. Ich meine, schon Unterschied zu Meister 3, was wir jetzt vorher gespielt haben. Auch mit dem AFA hier. Aber ich bin hier auf einem ganz guten Weg und muss jetzt nicht mehr so viel machen. Eine Runde noch hier die Kanonen mit 9,6 Millionen. Muss ich nochmal hinlegen. Ein paar kleine Minenwerfer, auch nochmal 4 Stück. Also ein bisschen ist noch zu tun. Aber Clanspiele sind ja vorbei. Achso, ich habe eine Liga. Hurra. Ist auch viel zu hoch für mich. Und hier wollte ich natürlich in jedem Fall zweimal zugreifen. Einmal, jetzt muss ich mal eben überlegen. Ich bin da so ein ganz frischer. Ich nehme erstmal das hier. Uhrenturmtrank nehme ich nicht. Ich nehme hier die 50 Juvis mit. Den kann ich nicht nehmen. Dann machen wir das mal so. Was brauche ich da? Da. Ich nehme mal ruhig die. Ich nehme die Juwelen hier mit, Leute. Ah, ne, dann nehmen wir natürlich die 20 mit. Jetzt müsste ich eigentlich nochmal reingreifen können. Ich hoffe, ihr habt das auch gemacht. Und jetzt kommt das zweite Mal. Dann nehme ich das Heldenbuch schon mal für demnächst. Denn ich will mir jetzt hier natürlich auch wieder
so ein bisschen was voll machen, was Bücher angeht, Hämmer angeht und so weiter, für irgendwann mal Rathaus 13 Update. Und dann geht das hier in jedem Fall ganz geschmeidig weiter. Naja, unser Fluch hier ist schon ein bisschen ärgerlich. Also das Lock hier sieht fürchterlich aus. Wenn man uns sieht, dann möchte man hier nicht rein. Aber vielleicht, um zu helfen, möchte man hier doch rein, dass wir aus dieser kleinen Krise wieder rauskommen. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir es machen. Ich meine, wir haben immer mal wieder verloren. Das seht ihr hier, das gehört auch mit dazu zum Spielen. Aber vier Stück am Stück, das hatten wir jetzt länger nicht mehr. Hier unten mal dreimal, aber vier Stück am Stück, das hatten wir schon länger nicht mehr. Und manchmal haben wir auch so ein kleines Mismatch. Wenn wir unten ein Zehner mit hatten, dann hatten wir meistens in der Regel unten gleich einen Elfer. Und der Zehner konnte mal so gar nichts machen. Hier geht es jetzt wieder drei Elfer zu drei Elfer. Geht ja. Ja, und das letzte Elfer hier für den Alex ist jetzt auch noch nicht so stark. Das ist eigentlich schaffbar. Also das Dorf ändert sich ja noch, aber es ist sicherlich schaffbar von dem Helden her, vom Ausbaustufe, der Verteidigung und so weiter. Also durchaus alles drin. Naja, Fluch oder Segen, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob das am Update liegt oder so. Wie gesagt, seit einer Woche verlieren wir jeden CK hier. In den anderen Clans ist das ganz anders. Free-to-Play gewinnt im Moment nur. Hat jetzt schon eine 20er Siegeserie oder 21 sogar schon. Und bei SMS-Plätzen mit Soos hält sich das so ein bisschen die Waage. Aber ich bin halt auch, entschuldigt, viel am Rumprobieren, was so geht und was halt nicht so geht. Wenn euch das ganz gut gefallen hat, dann lasst mir einfach am Ende, das ist jetzt, einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben, auf Twitch verfolgen, Link ist in der Beschreibung unten drin. Bis dahin, habt einen coolen Wochenstart, euer Toto. Tschüss.